Hey Leute und willkommen zurück zu PyQt. So, heute geht es um die Möglichkeiten, wie der User irgendwelche Sachen eingeben kann. Und zwar hat er da zum Beispiel, das ist jetzt relativ ähnlich wie diese Radio-Button-Geschichte, die wir hatten, deswegen mache ich das als erstes, zunächst einmal die Möglichkeit, das Ganze über eine Combo-Box zu machen. Eine Combo-Box, Q-Combo-Box, ist eine Auswahl sozusagen, die er hat und die er machen kann. Hier brauchen wir erstmal keinen String anzugeben, aber dieses Self lasse ich drin, damit wir wissen, dass es in unserem Fenster drin liegt überhaupt. Okay, so, und was wir jetzt hier machen wollen, wir wollen Elemente hinzufügen, damit der User auch auswählen kann, was da so gerade drin stehen soll oder was er möchte. Zum Beispiel, Add Item. Okay, so, und die Add Item Funktion, die lässt uns hier einen String übergeben, den er dann nachher aussuchen kann. Ich werde jetzt hier einfach mal ein paar Tutorials von mir auflisten, die ihr vielleicht noch nicht kennt und die ihr vielleicht noch wählen wollt. Zum Beispiel Java. Zum Beispiel, nicht Action, sondern Add Item. Zum Beispiel C#. Oh, und jetzt wird spannend. Ich weiß gar nicht, ob das Ganze überhaupt mit diesem Hashtag funktioniert. Und was haben wir noch? Was ich auch gerade noch mache, ist Rust. Und das sind jetzt nur ein paar von vielen, vielen verschiedenen Serien, die ich habe. Aber drei reichen erstmal aus. So, und jetzt wollen wir das Ganze mit Signalen verknüpfen. Ihr könnt hier übrigens auch eine Liste aus Strings angeben. Also sowas hier und dann Rust und... Upsala. Und keine Ahnung, was mache ich denn noch gerade? Hacken. So. Okay, und jetzt könnt ihr hier einfach auswählen, was ihr so haben wollt und sagt zum Beispiel w. Also sozusagen das Event dafür generieren oder das Signal dafür abfangen. Current Index changed. .connect. Und jetzt ruft ihr die Methode auf, die ihr haben wollt. In unserem Fall heißt die immer noch clicked. Ja, ich werde einfach mal clicked weiterhin benutzen. Das war eine schöne Methode, ich habe mich mit ihr angefreundet. Aber self.clicked ist schon nötig. Okay, sonst ist clicked traurig und funktioniert nicht. Gut. So, und was wir jetzt hier haben, ist ein Problem, weil wir hier down stehen haben. Und down ist jetzt falsch. Denn ihr bekommt hier einen Integer noch zusätzlich überliefert, nämlich den Index, der jetzt gerade aktiv ist. Das heißt, hier am besten ein i reinschreiben und nicht mehr mit if kontrollieren. Denn es ist jetzt, wie gesagt, eine Zahl, eine ganze Zahl von 1 bis, von 0 bis aktuell hier 1, 0, 1, 2, 3. Also sie ist echt kleiner als 4 und fängt bei 0 an. Okay, was wir jetzt machen ist, wir wollen print und sagen, was wir hier jetzt gerade rausgegeben haben. Zum Beispiel sagen wir das über w. Das wird jetzt nicht mehr funktionieren, weil wir hier kein Self drin haben. Wir müssen das Ganze als Variable bei uns noch verzeichnen, dass wir auch weiterhin drauf zugreifen können. Das heißt, wir sagen hier immer self.w und nicht mehr nur w. Und jetzt sagen wir hier auch self.w. So, und jetzt wollen wir haben, was gerade in unserer aktuellen... hier können wir über den Current Index drauf zugreifen. Wir können aber auch einfach sagen Current Text und den geben wir mal aus. Gut, lassen wir das Ganze laufen. Dann kriegen wir einen Fehler. Warum kriegen wir einen Fehler? Ach so, weil ich hier oben Items schreiben muss, wenn ich als Liste hinzugebe und nur Item, wenn ich nur eins hinzugebe. Ansonsten ändert sich eigentlich nichts. Außerdem sollte ich vielleicht alte Methoden entfernen, die ich nicht mehr brauche, weil die aus dem letzten Video stammen. So, und jetzt funktioniert das Ganze auch. Jetzt habe ich hier als Standardelement, Achtung, das erste Element ist immer das Standardelement, also das, was am Anfang ausgewählt ist, ist das, was ihr als erstes tatsächlich hier in eurem Code schreibt. So, und jetzt habe ich hier die Möglichkeit auszuwählen Java, C#, Rust und Hacken. Und wenn ich jetzt hier auf Rust gehe, dann steht hier plötzlich Rust. Das heißt, unser Current Text hat sich geändert. Wenn ich jetzt hier wieder auf Java gehe, dann steht hier wieder Java. Okay, wenn ich jetzt aber hier i ausgebe, dann können wir auch mal gucken, was da so passiert. Ich mache die GUI mal wieder zu. So, wenn ich jetzt hier i ausgeben lasse, dann ist es 2, also 0, 1, 2, 3. 0, genau. Ja, und so ist euer i sozusagen euer Indikator dafür, was gerade passiert ist. Ihr könnt aber auch einfach über euer self.w abfragen, was für einen Current Index ihr doch habt. Current Index ist genau dieses i, was ihr da überliefert kriegt.
Current Text liefert euch, was ihr gerade aktuell als obersten Text stehen habt und so weiter und so fort. Das heißt, hier könnt ihr dann drauf zugreifen, was der User ausgewählt hat. Okay, wunderbar. Erste Methode, dass der User irgendwas eingibt. Was haben wir denn noch? Wir haben noch zum Beispiel Folgendes. Eine Spinbox. Eine Spinbox ist eher für irgendwelche Zahlen gedacht. Also es ist eigentlich nur für Zahlen gedacht. Deswegen lasst mich hier mal dieses W in eine Q-Spinbox ändern. Q-Spinbox. So. Und was wir jetzt hier machen, ist, wir lassen das hier weg. Das brauchen wir nämlich alles nicht. Und den Current Index Change, den gibt es auch nicht mehr. Es gibt jetzt eine Methode, die nennt sich Value Change. Die kennt ihr wahrscheinlich schon von irgendwas anderem. So, und wir rufen wieder die Clicked-Funktion auf. Naja, ist halt so. Allerdings nimmt die kein I mehr, sondern einfach nur Self. Und was wir hier ausgeben wollen, ist auch was anderes, nämlich was gerade so aktuell dasteht. Was das alles ist, seht ihr sofort. Wir sagen hier, wir Self. W. Value, sagen wir, was für ein Wert gerade drin steht. Okay. So, und jetzt haben wir hier ein Value, ein komisches Spinbox-Teil eben. Wenn ich hier jetzt auf den Pfeil nach oben drücke, dann wird der Wert um 1 größer. Zack. Und hier unten sehen wir kriegen den Wert direkt zurück über self.w.value. Ihr könnt auch irgendwo im Code mit diesem self.w.value den Wert abfragen. Aber das ist jetzt halt hier Event getriggert. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel 50 eingebe, dann steht hier, ich muss nicht mal Enter drücken, dann steht hier auch schon direkt die 50. Allerdings wird die 5 auch schon davor aktiv, also vorsichtig. Wenn ich jetzt hier eine zweistellige Zahl eingebe, dann wird es bei der ersten Zahl aktiv und bei der letzten. Das heißt, seid da vorsichtig, was ihr so machen wollt. Und lasst ihn vielleicht Enter drücken und dann wird es nämlich nochmal aktiv hier. Ja, genau. Okay, das ist die Spinbox. Auch gerne genutzt eigentlich. Ihr kennt, glaube ich, Programme selber. Ich muss euch nicht sagen, was gerne benutzt wird oder auch nicht gerne benutzt wird. Aber ja, Spinbox. Man kann auch einen Slider benutzen. So, ein Slider ist ähnlich wie eine Spinbox, Q-Spinbox. Übrigens, wenn ihr euch fragt, wann kommt endlich die normale Texteingabe, kommt gleich, keine Sorge. Ich möchte nur langsam von diesen Dingern auf die Input-Eingabe kommen und euch das so langsam ein bisschen näher führen. Genau, wir haben beim Slider mehrere Möglichkeiten hier für die Sachen, zum Beispiel Value Changed, gibt uns den Event, achso, ich zeige euch einfach mal gerade, wie das aussieht. Ups. Ich sollte vielleicht ändern, dass ich hier ein Q-Slider stehen habe am Ende. Q-Slider, so. Und das Ganze sieht so aus, wir haben einen Slider und wenn ich jetzt hier irgendwas mache, dann sehen wir jedes Mal, wenn ich hier irgendwie einen Wert habe, dann ändert sich der haufenweise Werte hier unten. Und möglicherweise möchte ich das nicht. Möglicherweise möchte ich erst haben, ich habe 4 Events im Prinzip. Value Change, jedes Mal, wenn der Wert geändert wird. Slider Pressed, wenn jemand auf den, upsala, was ist denn los? Slider Pressed, wenn jemand hier auf diesen Slider draufklickt. Aber wenn ich jetzt hier hin und her fahre, passiert nichts mehr. Auch wenn ich loslasse, passiert nichts mehr. Aber wenn ich wieder draufklicke, dann passiert wieder was. Slider Pressed. Slider Moved ist fast dasselbe wie Value Changed. Jedes Mal, also wenn ich draufklicke, passiert nichts, aber jedes Mal, wenn ich den Wert hier verändere, dann kriege ich hier was raus. Also eigentlich ist es Value Changed. Und was vielleicht am interessantesten für euch ist, Slider Released. Das heißt, jedes Mal, wenn ich meinen Slider wieder loslasse. Okay, das heißt, ich kann hier an meinen Werten so viel ändern, wie ich möchte. Solange ich nicht loslasse, passiert nichts. Wenn ich jetzt aber loslasse, dann kriege ich den Event und hier habe ich dann die 64 stehen. Was übrigens Zufall ist. Die Werte gehen von 0 bis 100 oder 99 eigentlich. Es sind 100 verschiedene Werte hier drin. Okay, sozusagen prozentual gesehen. Diese Werte kann ich aber auch noch verändern. Und das tue ich, indem ich sage self.w. Set Minimum, wer hätte es gedacht. Hier kann ich übrigens auch die Größe angeben, Minimum Height, Minimum Width und so weiter, aber das macht ihr wahrscheinlich eh mit diesem Designer, deswegen werde ich euch das gar nicht so genau erzählen und alles. Hier muss jetzt ein Integer rein, also irgendeine Ganzzahl, die Minimum ist, zum Beispiel 50 und dann sagen wir noch self.w.maximum und da sagen wir 100 oder sagen wir 1000. Warum nicht gleich 1000? Gut,
Ja, natürlich, ich sollte hier schon Set-Maximum reinschreiben. Das Maximum gibt euch einfach nur, also wenn ihr das Maximum mal haben wollt, self.w.maximum liefert euch einfach nur zurück, was gerade das aktuelle Maximum ist. In dem Fall wäre das einfach 1000, weil ich hier 1000 gesetzt habe. Das Minimum gibt euch eben die 50 zurück. Und ihr könnt auch noch den Wert ändern, Value auf 500 setzen. Dann habt ihr den Wert standardmäßig nicht ganz unten stehen, sondern Value gibt euch den Wert zurück, Set Value setzt euch den Wert. Also immer schön Set vorne dran schreiben, nicht so dumm sein wie ich. So, jetzt habt ihr den Wert aktuell bei 500 und ihr könnt bei 1000 aufhören, was hier das Höchste ist, und ihr könnt bei 50 aufhören, was das Kleinste ist. So könnt ihr eure Werte hin und her setzen. So, und jetzt wahrscheinlich zuletzt das, was euch alle am meisten interessiert hat, nämlich den Line Edit. Der Line Edit ist eigentlich relativ simpel. Wir machen ein QLineEdit und hier hat jetzt der User die Möglichkeit, irgendwas zu verändern. So, wenn ihr irgendwie einen Listener darauf haben wollt, also ein Signalabfrage-Dingens, dann habt ihr die Möglichkeit, das Ganze über Text-Change zu machen, über Text-Edited. Und ja, das ist eigentlich so ziemlich das, was man eigentlich meistens benutzt. Ich sehe hier gerade, dass es vielleicht noch ein paar andere Methoden gibt. Aber wir nehmen jetzt einfach mal hier diesen Text Change. So. Und hier sagen wir auch wieder self.clicked. Und was wir jetzt hier machen, ist, wir wollen hier mehr haben. Wir sagen nicht nur self, sondern wir kriegen hier auch noch einen Text zurück. Und dann kriegen wir hier rein dieses Text. So. Wenn ich das jetzt mache, dann sieht das Ganze so aus. Ich habe hier die Möglichkeit, was zu tippen. Achtung, hier unten wird sich gleich was verändern. Ich sage jetzt hier einfach mal, hi Leute. Okay, ihr habt gesehen, ich habe mich ein paar Mal vertippt. War nicht ganz mit Absicht, aber es ist, glaube ich, auch nicht schlimm. Wir sehen hier, hi hat zunächst einmal ein H, dann ein HI, dann ein HI leer, dann ein HIL. Oh. Also jedes Mal, wenn irgendwas passiert, also wenn der User irgendwas eintippt, wird hier dieses Event aufgerufen. Und deswegen hat man eigentlich relativ gerne irgendwie auch noch einen Button am Ende, der dann halt bestätigt, okay, ich bin fertig, jetzt nimmst du bitte, und dann wird erst gelesen, was da so gerade passiert ist. Wenn ihr jetzt den Text irgendwann später auslesen wollt, dann macht ihr das ganz easy über self.w.text. Also das könnt ihr irgendwo in eurem Dokument aufrufen. Nicht nur in diesem Teil hier unten. Ihr könnt es überall machen. Das ist das Tolle. Ihr seid nicht mehr auf diesen Event-Dingens hier angewiesen, sondern ihr könnt auch einfach den Text in einem anderen Event von zum Beispiel einem Button oder sowas abfragen. Und dann einfach self.w.text gibt euch den Text zurück, den ihr hier reingeschrieben habt. Und dann gibt es noch ein paar andere geile Sachen, die man für dieses Line-Edit vielleicht benutzen kann. Zum Beispiel einen Validator. Ein Validator ist ziemlich gut und ziemlich nützlich. Self.w. Und jetzt sagen wir Set Validator. Und hier kommt jetzt zum Beispiel ein Q-Int Validator rein. Allerdings müssen wir den erstmal erstellen. Das heißt, wir rufen den Konstruktor auf mit diesen Klammer, Klammer hier hinten. Ein Q-Int Validator ist folgendes. Achtung, ich tippe jetzt mal Buchstaben ein. A, 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 A. Ich habe ganz viele A's eingegeben, da passiert nichts. Aber jetzt tippe ich mal was anderes ein. Wow, Zahlen. Zahlen funktionieren, was anderes geht nicht. Und wenn ich jetzt einen Punkt eingeben möchte, dann geht es schon. Aber, ich kann irgendwann nicht mehr weiter tippen, weil halt die Größe fertig ist. So. Ich kann mich hier aber auch einen Q-Double-Validator reinpacken. Und ein Q-Double-Validator erlaubt mir dann, viel mehr Zahlen zu setzen. Ihr seht hier unten, wie lang das Ganze wird. Es ist ein Double, das ist riesig groß. Und wir haben hier extrem viele Zahlen. Allerdings wird irgendwann mal gerundet werden. Das heißt, ihr habt ja auch nicht unendlich Genauigkeit. Aber ja, ein Double erlaubt euch viel, viel mehr Zahlen zu benutzen, weil er mehr Speicherplatz einfach hat als ein Int. Super. Genau, und jetzt wollen wir noch eine eigene Input-Maske setzen. Und zwar zum Beispiel mit Set Input Mask, und hier kommt jetzt ein String rein. Ich sage jetzt hier einfach mal A, B, C, D, E.
Okay? Und jetzt können wir das mal ausprobieren. Was jetzt passiert? Wenn ich jetzt hier ein A eingebe, dann passiert hier gar nichts. Wir sehen, es ist irgendwie ganz komisch. Vielleicht macht es mehr Sinn, wenn ich jetzt hier was anderes reinmache. Und zwar, lass uns mal Folgendes probieren. Und zwar sage ich jetzt einfach mal hier, wir haben eine Zahl bis 9. Wir haben einen Punkt und wir haben eine Zahl mit 4 Neunern hinten dran. Und dann führe ich das jetzt mal aus. So, und jetzt haben wir hier zwei Zahlen vor dem Komma. Hier ist dieses Komma schon vorgegeben. Das heißt, ich kann jetzt hier eine 1 reinschreiben, eine 2 reinschreiben. Und dann habe ich genau 4 Stellen hinter dem Komma und danach geht nichts mehr. Ich kann aber hier noch die einzelnen Stellen überschreiben und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe jetzt hier Zahlen von 1 bis 9 oder von 0 bis 9, um genau zu sein. Und zwar 2 Stellen vor dem Komma, 4 Stellen hinter dem Komma. Wunderbar. So. Genau, und sowas braucht ihr unbedingt, also nicht so eine Textmaske, aber so ein Input-Validator zum Beispiel braucht ihr unbedingt, wenn ihr danach ein Int draus machen wollt. Denn sonst kann es passieren, dass euer User irgendwie einen Text eingibt und ihr versucht das Ganze in Int zu casten und ihr habt ein Problem, ein riesiges Problem, dann stützt nämlich euer ganzes Programm ab. Zwei Kleinigkeiten möchte ich euch noch zeigen, dann seid ihr sozusagen fertig mit dem Video. Und zwar mit Set Echo Mode. QLineEdit.Passwort macht ihr, dass euer Input als Passwort wahrgenommen wird. Das heißt, es sieht aus, als wäre es ein Passwort und niemand kann es lesen. Und mit SetReadOnlyTrue, da müsst ihr wieder den Bool angeben. Wenn ihr false reinmacht, dann ist es nicht read-only. Wenn ihr es, das ist der Standard. Wenn ihr es mit true macht, dann ist es read-only. Das heißt, ihr könnt hier nichts reinschreiben, was irgendwie für eine Input-Line ein bisschen bescheuert ist. Und nur lesen. Okay. Das letzte, was ich euch noch zeige, ist das Q. Jetzt habe ich es weggeklickt. Q-Text-Edit. Das ist im Prinzip genau dasselbe, nur dass es nicht nur auf eine Zeile beschränkt ist, sondern, upsala, ich habe es auf Read-Only gestellt, blöd, sondern auf mehr als eins. Ups, und ich habe hier reingeschrieben, was auch nicht so schlau ist von mir. Genau. Allerdings habt ihr gerade gesehen, dass das Ganze immer abgestürzt ist. Das liegt daran, dass es hier keine Textmethode gibt, sondern toPlainText oder, ich zeige es euch gerade auch noch, to HTML geht, glaube ich, auch. Bin mir aber nicht ganz so sicher. Aber wir machen einfach mal to plain text. HTML kann man im Notfall noch parsen. Und wenn ich dann hier reinschreibe, dann stürzt es wieder ab. Das liegt daran, dass wir hier einen Text changed haben. Und das brauchen wir eigentlich hier. Also in diesem Text changed gibt es keinen Text. Der wird beim Text Edit nicht übertragen, sondern nur bei dem Line Edit. Und wir wollen hier in einen String konvertieren, weil das Ganze ist ein Q-String oder QT-String. Doch, ich glaube, es war ein Q-String. Ist egal. Auf jeden Fall müssen wir das Ganze nochmal konvertieren in String, damit wir es ausgeben können. Wenn wir das jetzt laufen lassen, dann können wir hier tippen A, B, C. Und wir sehen hier unten, es passiert tatsächlich. Wenn ich jetzt hier Enter drücke und dann weiter tippe, dann kriegen wir hier tatsächlich auch in unserer Ausgabe jedes Mal A, B, C und das hier unten, was ich getippt habe, auch wieder. Das heißt, wir kriegen eine mehrzeilige Ausgabe. Wunderbar. Okay, das sind die Eingabemöglichkeiten für den User. Und ja, mal sehen, was wir nächstes Video machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.